Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mal wieder nach einer kleinen Schaffenspause, beziehungsweise es war keine Schaffenspause, ich hatte einfach nur eine hässliche fette Erkältung gehabt und konnte deswegen Minecraft nicht mehr aufnehmen. Die anderen Sachen, mal von GTA Jobs abgesehen, sind dann mehr oder weniger aus dem Vorrat heraus erschienen. Und jetzt bin ich, ich war so gut bei mit Assassin's Creed auch und sowas und dann kam diese verkackte Scheißerkältung. Und ja, jetzt ist der ganze Vorrat weg und ich muss quasi wieder von vorne beginnen. Naja, ist immer ganz praktisch, wenn man, ja, ich sag mal, ein bisschen im Voraus aufgenommen hat. Das ist immer ganz gut, falls eben sowas wie eine Erkältung ist. Aber Minecraft hatte ich halt leider nicht im Voraus aufgenommen und deshalb musste das ein bisschen pausieren. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen, tut mich sorry, ne? Aber als kleine Entschädigung, wir machen noch keine Facecam. Das kommt auf jeden Fall, ich muss mich da erst noch ein bisschen mit dem Programm rumfriemeln, aber es ist in Arbeit und es wird auch definitiv noch passieren. An alle, die da so ungeduldig warten. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, kleinen Moment. Ich habe mir gedacht, wir hatten ja beim Minecraft Together, hatten wir das ja so gehabt, dass wir, boah, ist das laut, warte mal. Alter. Ja, so ist schon besser. Bei Minecraft Together hatten wir das ja so gehabt, dass wir auf Facebook bzw. Twitter Fragen angenommen haben, beziehungsweise diese dann auch darüber beantwortet haben, beziehungsweise dann im Let's Play vorgelesen und da dann auch beantwortet. So rum ist das richtig. Und, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, was habe ich mir denn gedacht? Warte mal, ich packe erstmal hier die Steine rein, bevor ich jetzt irgendwas mache. Wo waren wir eigentlich das letzte Mal stehen geblieben? Ich glaube, das war diese Geschichte mit dem Vordach oder Nicht-Vordach, ne? Kann das sein? Wieso sind meine Frames eigentlich so im Keller? 30 Frames, das ist ja mies. Was ist denn da los, hör mal? Machen wir das mal ein bisschen runter. Maximale FPS passt eigentlich. Normal habe ich da immer so 50. Weiche Beleuchtung ist aus, das ist richtig so. So soll es sein. 30 FPS, das ist ja... Das ist ja... Also... Ja, keine Ahnung, warte mal, dann tue ich das mal gerade. Solange wir hier eh am Bauen sind und der ganze Käse, kann man das immer auf gering stellen, die Weitsicht. Ist ja nicht so schlimm. Und wir jumpen gerade mal kurz rüber zu unserer Baustelle. Dap, 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 dap. Ja, ich wollte gerade sagen, auch nur 30 mit geringer Sicht, das wäre ein bisschen arm. So, da sind wir auch schon bei unserer Baustelle. Wie gesagt, ich glaube, wir sind bei den Marktständen stehen geblieben und da ging es darum, ob wir nun ein Dach nehmen oder nicht. Was habe ich euch vermisst? Ja. Hier mich scheinbar auch. Boah, ich habe gerade voll übersteuert. Tut mir leid. Tut mich sorry. So, genau, hier waren wir stehen geblieben. Ja, wieder schönes Ambiente hier. Warte mal. Für die Zeit jetzt hier machen wir die Monster mal aus. Wir sind wahrscheinlich dann eh gleich am Bauen. Der Stand sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Kann man eigentlich... kann man eigentlich... Ja, genau, Vordach. Vordach war die Devise. War das jetzt... ich glaube, in den Kommentaren, ihr wart euch auch nicht so einig, ne? Ob Vordach oder nicht. Es sah mit Vordach irgendwie cool aus, aber ohne sieht es auch gut aus, weil es nicht so groß ist. Ich glaube, wir machen es ohne. Spontan entschieden, wir machen es ohne und ich muss die Musik ein bisschen leiser drehen, sehe ich gerade. Höre ich gerade, besser gesagt. Uah, das war zu laut. 5 ist okay. So. Zack, 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 zack. Da hinten, das machen wir auch weg. Wie gesagt, ich glaube, ohne sieht es wirklich besser aus. Hui. Plöpp. Plöpp. Oder? Ja, machen wir ohne. Ist geiler, glaube ich. Außer, dass natürlich vorne das muss bleiben. So, da bin ich wieder. Ich musste mal gerade ganz kurz aufs Handy gucken. Tut mir leid. Genau, wir bauen jetzt dann noch ein paar Stände weiter. Aber ich habe mir gedacht, als kleine Entschädigung dafür, dass jetzt fast eine Woche lang wieder kein Minecraft kam oder sogar noch länger. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich schnapp mir einfach mal die Facebook-Postings von euch, die Facebook-Fragen. Da konnten wir ja längst nicht alle im Together beantworten und bis wir dann wieder Minecraft aufnehmen, werden wir wahrscheinlich eh wieder eine neue Runde starten, das heißt auch einen neuen Post. Und deshalb dachte ich mir, ich schnapp mir einfach mal die Fragen, die da noch so drinstehen, die wahrscheinlich unbeantwortet blieben und beantworte die jetzt einfach hier. Hä, das ist so eine gute Idee, oder? Und stehe dabei einfach dumm in der Gegend rum, das ist doch total praktisch.
Fangen wir doch mal an mit. Wann machst du mal Facecam, Tobi? Die Frage kam von Leon. Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer, die Nachnamen vorzulesen. Soll ich es machen oder nicht? Ich weiß es nicht. Von Leon Pfisterer. Der hat gefragt, wann machst du mal Facecam, Tobi? Und hat gleich 11 Likes drauf bekommen. Ja, ja, ich weiß. Oh, warte. Die Minecraft-Musik ist aber schön. Aber wir machen sie trotzdem mal aus. So, wir haben unsere eigene Mucke. Ja, Facecam ist ein sehr guter Einwand, habe ich ja gesagt. Ich habe mittlerweile ein Programm gefunden, womit man das aufnehmen kann. Und werde dieses dann in Bälde auch mal nutzen, um eben, wie gesagt, besagte Facecam zu machen. Und jetzt muss ich mal gerade kurz schauen. Wir können hier wahrscheinlich keinen weiteren Dingens hinsetzen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber hier vielleicht so ein bisschen versetzt. Hier so, Schauen wir, dass wir hier vielleicht noch ein Marktständchen hinkriegen. Muss ja nicht symmetrisch auf der gleichen Höhe sein, sondern das kann ruhig ein bisschen versetzt sein. Ich brauche Steine. Ja, Facecam ist wie gesagt ein guter Einwand. Machen wir auf jeden Fall als erstes hier bei Minecraft. Ich werde das nicht machen. Erst machen, wenn ich 100.000 Abonnenten habe. Das habe ich ja gesagt. Das machen wir vorher mal, wenn ich das alles gescheit eingerichtet habe. Weil wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Oh, hi. Also, Facecam kommt. Ist in Arbeit. So, dann haben wir die nächste Frage. Tobi nimmt Rache an Dennis von Marie Flauschi. Ja, das haben wir ja schon gemacht, ne? Hashtag Dennis singen. Gilt übrigens immer noch. Einfach mal an seine Pinwand posten, der freut sich. So, dann haben wir von Alexander Döring. Wie bist du in die Let's Play-Szene gekommen? Das hatten wir angeschnitten im Minecraft Together, aber nicht richtig beantwortet, wie ich finde. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, die Sonne. 1, 2, 3, 4, 5. Passt genau. Wunderbar. Wie bin ich in die Let's Play-Szene gekommen? Das hatte ich beantwortet oder das hatten wir beantwortet in der Folge mit lag halt an der Firma oder liegt halt an der Firma. Weil man kann ja schon sagen, bei uns in der Firma ist eigentlich fast jeder Let's Player. Ne? Das ist einfach irgendwie so. Außer so ein paar Ausnahmen. Aber wir haben alle irgendwie so ein bisschen was mit Let's Plays zu tun. Und verdienen auch durch Let's Plays teilweise an unser täglich Brot. Habe ich Holz dabei? Jau. Und deswegen... jetzt habe ich das ganze Holz... Nein! Guck mal, ich habe ihn gerufen. Siehst du, der kommt. Ja, wir verdienen eigentlich quasi alle durch Let's Play unser täglich Brot und ja, da war es zwangsläufig irgendwie auch klar, dass ich dann auch irgendwann so in die Richtung gehe. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht gemacht, weil man damit Geld verdienen kann, sondern ich mache Let's Plays immer noch und das wird sich auch nicht ändern. Ich mache Let's Plays wirklich immer noch zum Spaß. Ne? Dass man damit natürlich Geld verdienen kann, ist natürlich eine nette Sache, ist ein nettes Beibrot, aber ich mache Let's Plays immer noch zu 100% aus Spaß an der Freude. Ne, das darf man nie vergessen. Und wenn das hier alles keinen Spaß machen würde, wenn mir Minecraft zum Beispiel keinen Spaß machen würde, dann würde ich es auch nicht mehr spielen. Ja, ist doch ganz logisch. Wenn GTA keinen Spaß mehr machen würde, würde ich es nicht spielen. Wenn mir Starbound keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht spielen. Ist doch logisch. So, da hat sich gerade nochmal ein kleiner Huster eingeschlichen. Tut mir leid. Ne, also das sind alles so Dinge, die muss man halt beachten. Und ohne Spaß kannst du dich da auch gar nicht für motivieren, dauerhaft wirklich, ja, was zu zocken oder sowas. Das geht gar nicht. Ja, das merkt man vielleicht bei sich selbst auch. Sagen wir mal, Assassin's Creed macht dir keinen Spaß, das spielst du 2 Stunden, schmeißt es in die Ecke, hast keinen Bock mehr. Ne? Jetzt habe ich das ganze Holz verbraten, wir brauchen aber welches. Haben wir hier noch? Nein! Nein! Zum Glück überhaupt nicht übersteuert. Sehr gut. Okay, wir müssen ein bisschen Holz holen, weil ich Idiot das ganze Holz verbraten habe. Es tut mir leid. Wir könnten es auch einfach von hier nehmen. also, um die Frage abschließend zu beantworten, Let's Play sind natürlich durch die Playmassive GmbH, ist klar. So. Oh Gott. Justin, sag ich schon. Justin. Justin
denke ich mal, ne? Justin Schäfer fragt, warum ihr nicht Online-Spiele nicht auf PS3 spielst oder kein COD kommt. Warte, Moment. Warum ihr nicht Online-Spiele nicht auf der PS3? Warum nicht auf der PS3 online spielen? Weiß ich gar nicht. Also irgendwie hat sich Xbox so eingebürgert. Das ist schwer zu erklären. Aber ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht beantworten, warum auf PS3 nicht und auf Xbox ja und so halt. Kann ich nicht. Weiß ich nicht. Finde ich keine Antwort drauf. Tut mir leid. So. Wo geht's denn zurück? Ich glaube hier, ne? Wie viel haben wir denn? Ja, 36, das reicht fürs Bauen erstmal. Ich will jetzt nicht mit Holz da die ganze Zeit verbringen. Mit Holz schlagen? Wo schlagen? Ich komme aus Holland. Hast du Bock zu kiffen? So, nächste Frage. Ach ne, warte, warum kein Call of Duty kommt? Ich war letztens wirklich kurz davor, wieder eine Runde Call of Duty aufzunehmen. Ich würde das einfach schon nur gerne machen, um einfach so ein bisschen gegen Battlefield 4 zu rebellieren. Das klingt sehr mies und sehr böse und sehr unfair, aber ich hätte da irgendwie Bock drauf. Nein, ich hätte natürlich Call of Duty aufgenommen, weil es mir auch Spaß macht, aber dann habe ich irgendwie doch keine Lust gehabt. Und das ist so ein Ding. Call of Duty ist so ein Game, das kannst du dann auch mal 2 Monate dann gar nicht bringen und dann bringst du es wieder. Ne? Ist aber so ein Ding. So, jetzt muss ich mal ganz kurz das Handy klingeln. Warte mal ganz kurz. So, da bin ich wieder zurück. Oh, wieso übersteuere ich denn so heftig? Mann! Hat sich da irgendwas verstellt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie bauen wir das Teil denn überhaupt. Wir waren bei der Frage Call of Duty gewesen. 1, 2, 3, okay. Wie gesagt, wird auf jeden Fall wieder kommen. Aber im Moment muss ich erstmal gucken, dass ich wieder die normalen Projekte auf Vordermann bringe. Dass wir da nicht in Rückstand kommen oder sowas. Und deshalb, ja. Ne? Schieße? Schieße, was ich meine. Da haben andere Projekte einfach Vorrang. Ist aber so. So. Machen wir das ja eben noch schnell zu Ende. This is the end. Wir haben da die Fackeln gesetzt. Aha, jeweils immer an die vordere Ecke. So. Und dann vorne Holz. Holz. Ich hab falsch gebaut. Verdammt. Shit. Das Ding hier hinten muss nochmal eins nach hinten. Das ganze Ding muss eins nach hinten. Ma, das gibt es doch nicht, das gibt es doch nicht. Ich glaube, ich bin bekloppt. Es tut mir leid, ich muss das aber machen. Weil sonst sieht es scheiße aus. Ich hör auf, ich hab keinen Bock mehr. Ich geh nach Hause. Weil hier muss ja noch... das ist doof. Da muss ich drauf achten. Weil hier muss ja noch dieser hier hin. So, und dann kommt ja hier dieser hier, verstehst du? Ich hab keinen Bock mehr. Wie kann man nur so blöd sein? So. Ja, so stimmt's. Oder? Ja. Naja, gut. Dann hier noch hin. Das war doppelt hoch. Wie mein Penis. Ja. Okay. Wenn ich abbaue, schaue ich aber nochmal nach einer neuen Frage. Mit so viel Spaß ist Michelle Müller überfordert. Warum? Wieso zockst du nicht mit Gronkh Minecraft? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Aber ich hatte ja im Together schon angesprochen, dass es da was geben wird. In Bälde. Irgendwann. Mal. Ne? Habe ich ja gesagt gehabt, das machen wir auf jeden Fall mal. Wann wir das machen, weiß ich nicht. Aber wir werden es tun. Wir werden es tun, gemeinsam und dreckig. Was? Nein. Ne, also, einfach mal ein bisschen die Äuglein aufhalten, da kommt bestimmt mal was. Aber was genau, das verrate ich jetzt natürlich noch nicht.
Einfach, weil wir es selbst noch nicht wissen, wahrscheinlich. Aber, sag mal. Na also. Minecraft mit Gronkh, kommt was. Ist in Arbeit. So. Was haben wir noch? Welches war dein erstes LP von Marco Spongeboss? Mein erstes Let's Play war Diablo 2, tatsächlich. Das Hauptspiel habe ich als LP durchgespielt gehabt, allerdings. Und, das wäre fast schon ein bisschen peinlich zu erzählen, das Add-on habe ich bis jetzt noch nie fertig geletsplayed. Sagt man das so? Fertig geletsplayed? Fertig ge-LP'd. Ja, halt irgendwie sowas. Das steht noch aus und ich hatte das Ding installiert gehabt und konnte es dann aber leider nicht aufnehmen und hatte irgendwie nur 25 Frames oder sowas, was halt irgendwie doch schon ein bisschen arm war. Und dann habe ich ein bisschen rumgelesen und dann ist das tatsächlich, weil man bei Diablo nicht mehr Frames haben kann. Das hat mich sehr schockiert, muss ich sagen. Aber ich habe dann gesehen, dass ja dieses Add-on jetzt kommt für Diablo 3. Und das hatte ich ja auch angefangen gehabt damals, bin aber einfach in der Masse untergegangen, muss man einfach ganz klar sagen. Und ja, ich weiß, man muss trotzdem seine Videos publishen, auch wenn man nicht unbedingt die Aufrufe am Anfang hat. Aber sind wir mal ganz ehrlich, bei so einem Spiel wie Diablo 3, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, hätte ich dann doch schon gerne gehabt, dass es ein paar Leute gucken. Ja? War vielleicht ein bisschen zu hoher Anspruch damals, aber wenn du halt einfach ein Game zockst, was gerade released ist, dann hast du als, ich sag mal, ziemlich unbekannter Let's Player, und ich hatte damals, was hatte ich, 1000 Abonnenten, ja, oder 900 oder sowas, und dann gehst du einfach in der Masse unter, in der Masse an wirklich großen Let's Playern, ist einfach so, und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, Diablo 3, ja, zu pausieren, beziehungsweise abzubrechen, aber mit dem Versprechen, dass man das irgendwann nochmal zockt, ja. Und jetzt, wo bald das Diablo 3 Add-on rauskommt, Reaper of Souls, na, ich muss ja gestehen, ich hätte ja schon Bock, ne? Aber ich habe gesagt, bevor ich Diablo 3 mache, will ich erstmal Diablo Lord of Destruction fertig zocken, also das Add-on quasi. Und ich hoffe, das wird dann auch in Bälde mal geschehen. Da täte ich mich freuen drüber. So, hier muss noch eine Riege hin. Und dann machen wir das gleiche hier drüben auch. Bams van Bums. Jetzt im Kino. So, jetzt muss ich mir gerade mal richtig hinsetzen, weil ich sitze hier irgendwie auf 7:30 auf dem Stuhl. So. Schauen wir doch nochmal nach einer neuen Frage. Sebastian Wolf würde mit mir gerne mal auf ein Eintracht-Spiel gehen. Ja, gerne. Du bezahlst. Nico Reiner fragt, wie es uns denn geht. Das war eine Frage für die Allgemeinheit. Ich glaube, die hatten wir auch da vorgelesen. Weiß ich gar nicht. Also mir geht es mittlerweile wieder ganz gut. Kann ich ja mal erwähnen.